Grüß euch, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Matrix TV. Wir haben gerade eben noch gerätselt, ob es das oder der Ergometer ist. Es ist natürlich das Ergometer hier bei Matrix im Showroom. Wir sind in der Nähe von Köln. Da könnte man sagen, Ergometer. Also bleiben wir da auch dabei. In diesem Video werde ich die Ergometer mal auseinandernehmen. Und zwar gibt es den Upright, also wo man gerade sitzt. Dann gibt es den Recumbent, da liegt man drin. Und den Hybrid. Das ist ein Zwischending und was die Unterschiede sind, dazu gleich mehr. Bleibt also dran, ich freue mich auf euch. Der Hauptunterschied zwischen den drei Modellen, die wir heute betrachten wollen, ist eigentlich die Relation zur Schwerkraft. Die Beziehung zwischen Schulter, Sitzfläche und den Füßen, wie sie unten in der Pedale hängen, sowie die Angriffspunkte der Hände, die ist eigentlich komplett gleich, nur der Winkel in Richtung Boden und zum Lot der Schwerkraft, der ändert sich. Profiradfahrer mögen vielleicht was anderes sagen, die achten auf die Details und da kann man viel mehr auf solche Modelle zurückgreifen, die viel mehr Einstellungsmöglichkeiten haben. Aber für den Durchschnittskunden und das Durchschnittsmitglied in unseren Fitnessstudios, da sind diese Modelle eigentlich jene, mit denen wir sie abholen können. Und ich möchte einfach mal mit dem bequemsten anfangen. Ihr seht schon, hier gibt es sogar richtig Armlehnen. Und da werde ich mich mal mit meiner Wampe hier so reinzwängen. Und hier habe ich also Einstellmöglichkeiten. Ich brauche die Armlehne und kann sehr bequem die Schulterpartie entlastend hier drin sitzen. Ich kann auch die Höhe verstellen. Mal gucken, wie das... hier mit den Beinen einfach wegstellen. Also falls ich noch nicht so weit bin, eine Beugung im Kniegelenk abzubilden, dann kann ich mich sehr weit hochstellen und weg von der Pedale bleiben. Und so kann ich die Winkel auch mit einstellen, in denen meine Gelenke arbeiten. Die Arme sind in diesem Fall jetzt schön hier abgelegt und entlastet. Ich kann aber auch hier vorne greifen und so sehr bequem eben meinem Cardio-Workout mich widmen. Das ist ein Teil und ich habe auch Kunden erlebt, die sehr gerne dieses Modell bevorzugen, weil sie eben mit ihrem Smartphone oder Tablet noch ein bisschen zocken oder kommunizieren können in den Studios, wo man das darf. Also, und jetzt kommt die nächste Version, die eigentlich den Übergang darstellt zwischen dem bequemsten Modell und dem Upright, also dem aufrecht sitzenden Rad. Und ich sitze hier eigentlich genauso unterstützt mit der Lehne wie in dieser Version, habe hier aber keine Lehne mehr, sodass ich hier unten jetzt den Ankerpunkt an der Hand habe, auch unten gut greifen kann. Und die Entfernung eben zur Pedalachse ebenfalls über die Einstellung des Sitzes hier vornehmen kann und auch hier eine sehr bequeme Haltung einnehmen kann. Und so wie ich hier sitze, das ist eigentlich auch sehr, sehr bequem. Und für mich fühlt sich das extrem entlastend an für Wirbelsäule, für die Hals- und Nackenpartie sowie für die Schultern. Diese Griffe hier, da habe ich auch so ein Kontrollpanel drauf, worüber ich die einzelnen Elemente mit bedienen kann. Und es nimmt sogar ein paar Vitalparameter auf, schätze ich mal, dass wir hier unseren Puls wahrscheinlich mit aufnehmen können. Als nächste Version, und das ist im Grunde die Spitzenversion, die unbequemste Version, kann man fast sagen, für den bequemen User, ist eigentlich das, was wir in der Athletik verfolgen und was wir tunlichst auch suchen sollten, ist der Fahrradergometer, der mir erlaubt, nicht nur aufrecht und in einer Angriffsposition zu sitzen, die Schwerkraft ist genau unter mir, sondern mir auch erlaubt, in eine athletischere Position zu kommen, sowohl auch hier in die stehende Position, die Cardiofitness auszubauen. Und von der Athletik her ist dieses Gerät selbstverständlich die anspruchsvollste. Der große Vorteil dieses Upright-Ergometers ist es, dass es uns erlaubt, aus der Komfortzone rauszukommen. Während wir bei den anderen Modellen
sehr, sehr behütet und gut eingepackt dort geführt werden. Wir haben eine Rückenlehne und so weiter. Und hier muss unser Hirn plötzlich die Motorik kontrollieren und wir haben einen viel größeren Range an athletischer Möglichkeiten und haben hier auch die Chance, und das ist genau der Zauberpunkt, wie ich es gerne nenne, wir haben hier die Chance, an die Grenzen unserer Komfortzone zu kommen, denn nur dort beginnt das Training und nur dort kann Fortschritt und Adaptation unserer Trainingsmaßnahmen, unserer Zellen auch stattfinden. Und deswegen ist das hier definitiv die athletischste Variante. Völlig klar, dort sitzt man eher in einem Sessel, kann aber dennoch die Beine bewegen für bestimmte Phasen in der Rehabilitation. Auch nach bestimmten Zuständen ist das sicherlich zu empfehlen und führt eine sehr gerade, schnörkellose Strecke in Richtung Athletik auf dieses Upright-Fahrrad. Das solltet ihr probieren. Ich freue mich auf die nächste Sendung und bleibt treu. Bis dahin, euer Home.